Glück auf, Freunde, da darf ich euch wieder einmal willkommen heißen zu Risen 2, wo wir beim Händler Otsuro sind, der uns helfen kann, zum Hohen Hart vorgelassen zu werden. Dafür haben wir den Siegelring hier geklaut vom Morigato. Hier ist das Siegel. Dann wollen wir zur Tat schreiten. Schwubbeldiwupp, bubbeldiwupp, fälschen. Dieses Schreiben zeichnet euch als Morigatos Boten aus. Sobald ihr drin seid, haltet ihr für mich Augen und Ohren offen. Ich brauche einen Beweis für Morigatos dunkle Geschäfte. Bringt mir nach Möglichkeit etwas Schriftliches. Vielleicht lässt sich in seinem Büro etwas finden. Dann Schlüssel habe ich ja genug. Nur noch die Kleidung eines Boten. Kümmert euch darum. Gut, wird gemacht und die Perücke haben wir ja auch noch. Aber jetzt will ich ja eigentlich erst einmal die Botenkleidung, ne? Die Kleidung eines Boten, das wird doch wunderbar. Im Hotel kommen Frage, da ist der Schneider da. Oh, guck mal, ein Pflänzchen. Das sag ich mir direkt mal ein. Mr. Schneider. Ich hoffe, du weißt, wie du dich... Ich brauche Botenkleidung. Ach so, ihr habt eine Anstellung gefunden. Nun, dann braucht ihr einen Rock. Also bei der Gelegenheit können wir auch über euer Schuhwerk reden. Nur den Rock. Ich habe noch einen in eurer Größe. Ein paar Änderungen hier und da und er wird passen. Ich nehme die Botenkleidung. 500. Dann probiert sie doch gleich mal an. Das sieht wirklich ganz apart aus. Wer bist du, mein Modeberater? Ah ja, ich sehe schon. Es spannt etwas über der Brust. Ach, ihr seid kräftig gebaut. Das wird nicht lange dauern. So, das sollte gehen. Jetzt sehe ich ernsthaft aus wie ein Bote oder was? Nur wegen diesem billigen Rock. Sehe ich jetzt nicht mehr aus wie ein Pirat. Naja, gut. Wenn dem so ist, dann probiere ich es halt mal. Du schon wieder hier. Was soll der Aufzug? Ich bin ein Diener Morigatos. Na schön. Und welches Anliegen hast du im Hohen Rat? Ich komme im Auftrag von Morigato. Dann hast du ja bestimmt einen Passierschein dabei, nicht wahr? Aber hallo. In der Tat. Oh, tatsächlich. Dann will ich nichts gesagt haben. Los, rein mit dir. So, darf ich jetzt bitte wieder meine normale Kleidung anlegen? Ich glaube ja, wo es hackt. Botenkleidung. Za. Okay, wo fange ich denn jetzt an im Hohen Rat? Puko. Was machst du denn hier? Ich bin Puko. Die Bauern haben mich gewählt, sie im Hohen Rat zu vertreten. Ich bin der erste Bauer, der mitbestimmen darf. Den Hohen Rat gibt's ja noch nicht so lange. Wie ist der Hohe Rat entstanden? Nachdem die dunkle Welle über das Land kam und die Titanenlords die Macht an sich rissen, hatten die Protektoren das Kommando über Caldera. Dann kam Morigato zu uns. Er meinte, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, unser Schicksal vom Militär bestimmen zu lassen. Auch die Bauern, Handwerker, Händler und Gelehrten sollten mitbestimmen können, welchen Kurs wir einschlagen. Schließlich sitzen wir alle in einem Boot. Jetzt dürfen also die Bauern mitbestimmen. Die Protektoren waren zuerst dagegen. Sie wollten nur die Stimmen der Händler und Gelehrten gelten lassen. Aber Morigato hat sich für uns eingesetzt. Völlig zu Recht, wie ich finde. Bald werden wir alle in die neue Welt übersiedeln. Und wer wird dort die Felder bestellen? Wer die Häuser bauen? Ich finde, wir haben einen Sitz im Hohen Rat verdient. Sehe ich auch so, bin ich voll auf deiner Seite. Und was beschließt ihr so? Nun, zum einen haben wir die Vakulierung Calderas beschlossen. Vakulierung? Na, dass wir alle hier weg müssen. Jetzt verhandeln die wir Vakulierung sogar mit einem der Titanenlords. Das sind alles schrecklich wichtige Sachen, sage ich dir. Zum Glück kennt Morigato sich in solchen Sachen gut aus. Sonst müssten wir uns auf das Urteil der Gelehrten und der Protektoren verlassen. Mehr ist nicht zu holen. Naja, immerhin ein bisschen Proviant gestohlen. So, wo geht's denn hier hin? Es ist so dunkel in diesen Gewölben. Haben wir mal eine Fackel parat? Oh, das ist aber auch schön. Direkt erstmal eine verschlossene Kiste, die einen hier begrüßt.
die aber nicht mehr lang verschlossen ist, wie ihr seht. Proviant, Trank des Schützen und Gold. Gut, gut. Hoffentlich verlaufe ich mich hier nicht. Sofort, wenn hier was fehlt. Das ist Meister Godin, ja? Hat man dir noch nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will? Hat man nicht. Ich sehe schon, du bist neu hier. Ich bin Godin, Vertreter der Handwerker im Hohen Rat. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung neuer Waffen für die Inquisition. Du entwickelst Waffen? Feuerwaffen, um genau zu sein. Noch vor weniger als einem Jahr gab es nur sperrige Kanonen. Heute ist jeder Soldat mit einer tragbaren Feuerwaffe ausgerüstet. Das war meine Idee. Gut gemacht. Danke dafür, weil die Dinger sind geil. Du hast die Feuerwaffen erfunden? Ganz genau. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Konstruktion von doppelläufigen Waffen. Du bist Mitglied des Hohen Rates? Ja, aber in erster Linie kümmere ich mich um meine Erfindungen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Politik. Aber Maurigato unterstützt mich. Vor jeder Ratssitzung haben wir eine kurze Besprechung, in der er die wichtigen Dinge für mich zusammenfasst. Der manipuliert hier alle, dieser Maurigato. Kann ich der Inquisition viel nützlicher sein. Also in Wirklichkeit hat einfach nur der Maurigato das Sagen, so sieht's aus. Kannst du mir was beibringen? Wenn du dich gut genug mit Feuerwaffen auskennst. Tu ich. Wie kann ich meine Feuerwaffen verbessern? Was willst du denn wissen? Feuerwaffen bauen? Ich will ein Scharfschütze werden. Ich würde gerne Scharfschütze werden. Nervenstärke ist für einen Scharfschützen das Wichtigste. Nur wenn du wirklich die Ruhe hast und bis zum Ende zielst, kannst du Präzisionstreffer landen. Also ziele immer möglichst lange. Okay, danke für den Tipp. Ich will ein Meister mit der Muskete werden. Ich bin noch nicht gut genug. Weil ich ein kleiner Lappen bin, na gut. Dann danke ich dir erstmal soweit. Und plünder deinen Scheiß. Nee, das war nix. Tut mal sorry. Nee, das war immer noch nix. Aber das war was. Krogkugel, Schrotgold. Der Mistkerl klaut hier einfach. Ja. Oh. Die nehme ich wieder mit. Ich danke dir übrigens für deine Erfindung. Die hat mir nämlich gerade ziemlich geholfen, wie du gemerkt hast. Die Kiste ist leer. Na, 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 wo wollen wir denn hin, hm? Ich muss ins Archiv. Na klar, das müssen viele Leute in letzter Zeit. Aber weißt du überhaupt, was das für ein Archiv ist? Ein schönes? Ein gut sortiertes, nehme ich an. Hier lagert das gesammelte Wissen der Inquisition. Alles, was wir aus dem Reich retten konnten. Dann ist es bestimmt gut, dass du darauf aufpasst. Und ohne Genehmigung eines Ratsmitgliedes lasse ich niemanden rein. Ich habe hier 100 Genehmigungen. Willst du mich bestechen? Tja, das kannst du sehen, wie du willst. Dann ist das wohl versuchte Bestechung eines Protektors. Im Archiv gibt's Bücher darüber. Dicke Bücher. Heißt das, du willst mein Gold nicht? Ich habe ein paar der Bücher gelesen. Wenn das rauskommt, werden sie schlimme Dinge mit mir anstellen. Wirklich schlimme Dinge. Okay. Lass mich rein, oder ich hau dir aufs Maul. Nur zu, du darfst auch gern den ersten Schlag machen. Da bist du an den falschen geraten. Ah! Oh. Ja, warum denn? Kriege ich meine Fackel wieder? Ich nehme an, jetzt darf ich ins Archiv. Was, mein Freund? Oh, hier gibt's Ratten. Also das ist ja fantastisch, wie ihr auf euer Archiv aufpasst. Ratten und Ungeziefer lasst da rein. Aber wenn ich rein will, was ist? Ah, jetzt kriege ich den Speer doch. Na gut. Das sind ja ein paar Helden von der Inquisition hier. Ganz ehrlich, richtig üble Nichtsnutze. Oh Gott, ist das eine heftige Truhe. Nee. Oh, meine Herren, war das eine Truhe jetzt. Also, hübsches Schloss, ne?
Eine Seelenkette, Grog, Jadestein und Haufen Gelumsch. Eine verschlossene Tür. Schmerztöter liegt hier rum. Die verschlossene Tür kümmern wir uns noch drum. Völlig veraltet. Anleitung zur Runenmagie. Völlig veraltet. Ja, ja, der Xardas hat die vor vielen, vielen Jahren vernichtet. Das wollte ich gar nicht lesen. Solange ich nicht weiß, was ich suche, ist das sinnlos. Okay. Irgendein Bauplan? Kiste, an die ich im Leben nicht rankomme? Von Meister Godin. Nicht uninteressant. Ruhm und Ehre für den Lord. Und noch eine Kiste. Die ist auch ein bisschen leichter jetzt. Die ist nicht ganz so heftig verschlossen. Aber immer noch gut genug, dass ich es kotzen krieg. So. Gold ist Hold. Die Schrift ist kaum noch zu entziffern. Weil die einfach wunderbar auf ihre Sachen aufpassen. Hier merke ich ja immer wieder. Naja, was ist denn hier hinter der verschlossenen Tür? Die kriege ich nämlich auch auf. Okay. Na, fast. Nee. Oh, jetzt komm schon. Hab's geschafft. Diese Schlösser immer. Die werden immer komplizierter. Herr der Flinten. Das wichtigste Utensil des Büchsenmachers war seine Meerschaumpfeife. Ach, die habe ich doch schon gefunden. Diese wurde ihm jedoch von Piraten aus Takarigua gestohlen. Der Legende nach soll sie auf einem Berg in einem Schatz vergraben worden. Habe ich längst gefunden. Die Meerschaumpfeife habe ich schon gefunden. Allerdings. Und dafür bin ich jetzt hier eingebrochen. Naja gut, es gibt noch einen Trank. Gut, das Archiv hilft mir jetzt erstmal aktuell noch nicht weiter. Schon gut. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter, ist schon gut. Naventuro. Mit dir würde ich bei Gelegenheit auch ganz gerne im Wort sprechen. Weißt du was, das machen wir jetzt so. Ja? Ich bin ein Bote von Mauregato. Nun, dann erledigt eure Arbeit und versucht dabei niemanden zu stören. Garcia war hier. Das ist durchaus richtig. Warum fragt ihr? Was hat er hier gemacht? Er kam als Parlamentär von Mara und überbrachte uns ein Angebot. Wir haben eine Ratssitzung einberufen und das Angebot gehört. Ihr dürft nicht darauf eingehen. Wir dürfen ein Angebot des Friedens nicht unüberlegt ausschlagen. Hat Garcia noch was anderes getan, als er hier war? Mauregato gewährte ihm Zugang zum Archiv. Was wollte er dort? Cassandra wird es wissen. Sie hat sich mit ihm unterhalten. Ich muss auch ins Archiv. Der Zutritt ist nur den Mitgliedern des Hohen Rates gewährt. Und Garcia? Garcia kam als Gast von Mauregato. Sobald ein Mitglied des Rates für euch bürgt, wird euch der Zugang gewährt. Tut euch selbst einen Gefallen und gewährt mir Zugang. Ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt. Es ist wichtig, dass ich erfahre, was Garcia gesucht hat. Und warum? Er besitzt eine der Waffen gegen Mara. Die brauche ich. Für einen Boten seid ihr recht gut informiert. Wer seid ihr? Ich bin Piratenkapitän. So, so. Das erklärt einiges. Wie sieht's aus? Hilfst du mir jetzt? Mögliche Aktionen gegen Garcia werden Maras Angebot gefährden. Nein, ich denke, es wird besser sein, euch nicht zu helfen. Ich arbeite für die Inquisition. Ohne Uniform? Dann seid ihr ein Agent von Corrientes? Jetzt wird mir einiges klar. Aber solange Corrientes nicht zurück ist, kann ich nichts für euch tun. Oh, jaha. So gut. Aber Silberzunge, kann ich das nicht eventuell mit einem Trank regeln? Gerissenheit. Wo sehe ich denn das? Talente.
Oh, nee. Was kann ich noch mit dem bequasseln? Wo ist das Büro von Mauregato? Die kleine Treppe hinauf gegenüber von der Schreibstube. Ich danke. Tut mich mega sorry. Aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Sehen wir uns mal weiter um. Der nächste Gang führt überall hin. Ohne den richtigen Schlüssel wird das Mauregatos Büro. Ich habe doch massenhaft Schlüssel gefunden. Jetzt komm schon. Ah, Cassandra. Die Protokolle der letzten Sitzung. Ja, bitte? Was ist deine Aufgabe? Beschäftigt sein. Ich bin die Archivarin. Zu meinen Aufgaben gehören Protokolle, Buchhaltung und Katalogisierung. Nicht gerade spannend, nicht wahr? Na, es geht. Ich bin mir sicher, du bist die Beste für diese Arbeit. Oh, vielen Dank. Garcia hat mit dir gesprochen? Ja, Garcia. Er sucht etwas im Archiv. Archiv, Anschreiben, Abmahnungen. Entschuldigt bitte, ich bin beschäftigt. Ich muss wissen... Na schön, da ihr ja keine Ruhe gebt. Helft mir bei einer kleinen Aufgabe, dann habe ich Zeit für euch. Okay. Wie kann ich helfen? Dann passt gut auf. In 5 Regalen lagern insgesamt 250 Bücher und 1000 Schriftrollen. Wobei ich einen Platz entweder mit einem Buch oder 2 Schriftrollen füllen kann. Ich muss noch 420 Schriftrollen und 75 Bücher unterbringen. Könnt ihr mir gerade sagen, wie viele Regale und Plätze ich dafür brauche? Nein. Du brauchst ganz dringend eine Fackel. Ihr bringt mich nur durcheinander. Also sagt, was ihr wollt, damit ich weiterarbeiten kann. Als ob ich jetzt in der Lage wäre. Ich meine, ich bin Lord Peter. Ich kann doch nicht auf Anhieb hier. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie viele Schriftrollen das waren. Nun, wenn es dringend ist, ich besitze Nachschlüsse für alle Türen. Den für Mauregatos Büro kann ich euch überlassen. Gegen eine geringe Gebühr, versteht sich. Oh, alle wollen mein Gold. Gib mir den Schlüssel. Ja, natürlich. Herr Jemine, alle wollen immer nur mein Bestes, meine Gnade. Jetzt bin ich hier gelandet. Das ist ja auch spannend. Kann man durchaus mal machen. Mauregatos Büro. Sieh an, persönliche Aufzeichnungen von Mauregato. Ah, wollen wir doch mal schauen. Garcia ist auf dem Weg hierher. Er braucht Koordinaten. Dasselbe Ziel, das auch Corrientes ansteuert. Mara hat für alles gesorgt. Damit er Zugang erhält, werde ich ihn dem Rat vorstellen. Er wird ein Angebot von Mara überbringen. Egal wie der Rat darauf reagiert, ich bringe Garcia danach ins Archiv. Dort wird er schon finden, was er sucht, und ich werde meinen Lohn bekommen. Miese Qualle! Ich werde die Seite rausreißen und mitnehmen. Dieser elende Klabautermann! Wie kann er es wagen, mit Mara zu paktieren? Verräter! Gut, ist die Frage, muss ich denn jetzt noch ins Archiv zwingend oder... Naja, wir gucken erstmal, wo es hier noch hingeht, würde ich sagen. Wahrscheinlich in den Sitzungsraum. Ratsgebäude gefunden. War auch ganz schwer zu finden jetzt. Eine Tür, die arg verschlossen ist, wie es aussieht. Nee. Tada! Ich bin der Schlossknacker Meister. Na hui, noch ein Nebengebäude. Wie viele Ratsgebäude haben die denn? Hä? Oh. Okay. Ach, ein Geheimeingang ins... Ja, das ist ja wirklich sinnlos. Entschuldigung, aber das ist sinnlos.
Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier in diesen wunderschönen Hallen für heute erstmal Schluss. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns weiter um alles, was noch anliegt. Macht's gut!